Der Bürgerservice der Stadt Linz feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Von der anfänglich kleinen Infostelle im alten Rathaus hat es sich in den Jahren zum umfangreichen Kundenzentrum entwickelt. 16 Mitarbeiter kümmern sich heute an den Schaltern um die städtischen Angelegenheiten der Linzer Bürger. Ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass der Bürger als Kunde gesehen wird, dass sich die öffentliche Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb sieht und dass wir dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger Steuern zahlen, sie entsprechend positiv bedienen wollen. Also bei den Serviceleistungen bieten wir eine große Zahl an Serviceleistungen an. Wohnsitzanmeldungen kann man bei uns erledigen. Man bekommt Bewohnerparkkarten, Aktivpässe, Reisepassanträge, Personalausweisanträge kann man hier erledigen, Hundeanmeldungen und so weiter. Also um die 20 verschiedenen Serviceleistungen bieten wir an. Seit 2002 hat das Bürgerservice im neuen Rathausquartier bezogen. Dort können in einem Gebäude sämtliche Anliegen der Kunden bearbeitet werden. Durch das ständig wachsende Angebot wird auch die Nachfrage zunehmend größer. Haben 1979 noch 2100 Linzer das Bürgerservice genutzt, waren es 2008 stolze 109.000. Wir kriegen zahlreiche positive Rückmeldungen unmittelbar nach den Kundengesprächen, immer wieder mal E-Mails oder Lob von den Kunden selbst. Und eine oder zwei Kundenbefragungen haben wir auch schon einmal durchgeführt, da hatten wir auch ein ausgezeichnetes Ergebnis. In den letzten Jahren wird verstärkt daran gearbeitet, den Service auch von zu Hause aus zugänglich zu machen. So gibt es seit 2006 den Telefondienst und auch am Internetangebot wird gearbeitet. Es geht ja dann jetzt so weit, dass man überhaupt aufs Online-Verfahren übergeht. Das heißt, der Bürger soll auch von zu Hause bereits Eintritt in die Ämter bekommen, übers Internet, über Direct Marketing und so weiter, soll einfach auch der Bürger serviciert werden. Also das sind die nächsten Schritte, die verstärkt werden. Es kommen neue Generationen, die gehen mit den neuen Technologien anders um. Und für die öffentliche Verwaltung ist es ja so, dass immer beides angeboten werden muss. Den Bürger, der das Internet nicht mag oder nicht kennt, dem müssen wir trotzdem auch unsere Dienste anbieten. Also wir müssen immer beides vorhalten und gerade diese neuen Technologien werden derzeit auch ausgebaut. Das Bürgerservice im neuen Rathaus steht der Linzer Bevölkerung in städtischen Belangen montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.